alle und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Tutorial der Immersive Engineering Reihe. Und zwar schauen wir uns in dieser Episode mal den Fermenter an. Der wird benötigt, um Ethanol herzustellen. Und wir beginnen natürlich erst einmal wieder mit dem Aufbau. Der ist nämlich ziemlich gleich zum Industrial Squeezer. Und falls ihr den auch noch sehen wollt, dann klickt mal auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Da ist nämlich dann der Link zur Immersive Engineering Playlist mit verlinkt. Ja, auf jeden Fall vom Grundkonzept her unterscheiden sich der Aufbau des Fermenters und des Industrial Squeezers relativ wenig, muss man sagen. Also das heißt, wir haben jetzt hier unsere Steel Scaffoldings, insgesamt 6 Stück an der Reihe. Und dann haben wir 2 Lightning Engineering Blöcke so angeordnet. Und dann haben wir 2 Fluid Pipes so angeordnet. Dann brauchen wir insgesamt 4 von den Cauldrons, die so hier angeordnet werden, im Quadrat. Und on top noch 4 Iron Sheet Metal. Und wenn wir jetzt nämlich das Ganze einmal nämlich von der Seite hier aktivieren. Das funktioniert hier noch nicht, weil wir noch einen Western Engineering Block hier auf der linken Seite brauchen. Den vergesse ich immer wieder gerne. Erhalten wir dann unseren Fermenter. So, klicken da mal rein, haben da mal wieder ein Interface und wir haben auf der linken Seite haben wir ein Input-System, das heißt, da können wir unsere Rohstoffe reingeben. Dann haben wir hier wieder einen Tank, das ist der Tank, wo wir ganz gerne irgendwie was dann raushaben möchten, also nämlich Ethanol und die Maschine braucht wieder Strom. Ich habe schon mal das Ganze schon mal vorgebaut, dann die ganze, und dann gucken wir einfach mal rein, wie das da aussieht. Das heißt, wir haben hier eine Stromzufuhr auf den Light Engineering Block, haben wir natürlich auf jeden Fall wieder mit unseren Cauldrons natürlich auch dann die Möglichkeit, da entsprechend was zu befüllen oder an den Cauldrons hier was zu befüllen, nämlich exakt hier, oder können natürlich auch flüssigkeitsmäßig hier was rauspumpen, wenn wir das wollen würden, und haben jetzt die Möglichkeit, mit Hilfe von Potatoes oder zum Beispiel Melonen oder Äpfeln oder Sugarcane ganz einfach Ethanol herzustellen, weil das hier ist nämlich schon Ethanol und ihr seht, wir sind hier die ganze Zeit dabei, unseren Strom zu verbrauchen. Was ihr auch noch seht, ist, dass ich habe jetzt hier angeschlossen einen LV-Wire-Connector, das ist auf jeden Fall ein bisschen wenig, wenn ihr da meinetwegen, falls auch mit anderen Mods zusammenarbeitet, dann ist das Ganze wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen besser. Ich gehe mal davon aus, dass wir da mit einem MV-Wire-Connector besser fahren würden, damit die Maschine dann halt auch genügend Saft auf jeden Fall bekommt. Ja, das war es auf jeden Fall an der Stelle vom Fermenter. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Bis zum nächsten Video. Ciao.